Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Gangster of Heroes. Und mit dem letzten Update kam auch eine neue Angriffsschlacht, die Rebellenaushebung in das Spiel. In dem darf man mit Kopfgeldjägern und imperialen Trupplern das Event machen. Siegziele werden in diesem Event in die zwischen Rängen nicht geteilt, das heißt, man kann alle machen. Ja, wäre auch ziemlich merkwürdig, wenn es geteilt wäre. Sollte ich es an irgendeinem Punkt, ist immer diese Belohnung, ja, es ist wirklich Rogue One und Phoenix in Maßen, ja, also leider habe ich von allen, bis auf den, ja, den Skarif-Rebellen-Pfadfinder, wäre gut, wenn ich von dem ein paar später bekommen würde, habe ich leider alles schon durch. Wenn ich es irgendwann nicht schaffen sollte mit den Kopfgeldjägern, ja, werde ich einfach die imperialen Truppler nehmen, denn die sind bei mir wesentlich besser ausgebaut, wie ihr sehen könnt. Die wollen ja nämlich schon verwendet werden. Wir fangen aber erstmal mit den Kopfgeldjägern an, mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn es nicht klappen sollte, dann können wir nochmal wechseln. Übrigens habe ich gemerkt beim letzten Video, falls ihr das schon angeguckt habt, dass der Ingame-Sound fehlt, dass überhaupt allgemein der Sound fehlt. Also man hört nur mich und leider nicht den Sound vom Spiel. Das lag leider daran, dass ich ein Windows-Update gemacht habe. Das ist echt diese 1.8.0.3-Version. Spring-Update oder wie es heißt. Oh, sieht aber jetzt schon ziemlich schlecht aus, meine Güte. Oh, ist nass. Viele Desintegrationen. Wenn man 300, dieser Charakter erhält eine solche Bonusrunde mit 100% Kritikchance. 100% Rüstungsdurchdringung. Wird ein Gegner dieser Bonusrunde besiegt, erhält der Charakter bis zum Ende der Schlacht 20% Angriff stapelbar. Also. Oh, es sieht jetzt schon ziemlich schlecht aus. Ja, leider habe ich das nicht gesehen in der Aufnahme. Das ist. Das war ein bisschen schade irgendwo. Oh, warte mal, das machen wir mal. Machen wir das mal. ja, also ich hatte es leider nicht gesehen, dass der Ton fehlt. Es tut mir leid, aber hier ist es wenigstens der Ton wieder drin. Interessant irgendwie die Fähigkeit. Stirb. Stirb. So. Aufträge erfüllt, aber wie ihr sehen könnt, habe ich halt bei einigen noch nicht ihre Prämienauszahlung ausgebaut, nur bei Boba Fett bisher. Ja, diese Omegas, die sind schon, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das mit Kopfgeldjägern überhaupt durchziehen möchte hier. Ich glaube, das wird nämlich auch immer ziemlich schwer. Ja, ich sehe mich jetzt schon, dass sieht sehr interessant aus. ich kann mich leider nicht heilen. Oh, das ist aber auch wieder auf einen Boss getunt, der wenigstens ja, nee, das kann man auch direkt abbrechen. Da gehen wir direkt raus und machen die Doppler rein. Das hat also keinen Wert irgendwie hier. Bisschen schade, aber gut, ich kann es halt nicht erinnern. Meine sind halt nicht so ausgebaut, dass man sagen kann, okay. So, dich und dich. Und den Schneetruppler. Und dann haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Team. Bei den Ewoks hat es geklappt. Warum soll es bei denen nicht klappen? So. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei ihm hier diese Fähigkeit reinmache. So, machen wir das mal so. Das mal so machen. Was war das denn, Alter? Was war das denn? Ah! Okay, ist was anderes. Ich glaube, das ist dasselbe wie bei den Kopfgeldjägern. Setzt den Basisangriff dieses Charakters 1 bis 5 Mal in Folge mit sinkender Präzision pro Angriff ein. Aha. Interessant. Ja, das ist wirklich mit sehr sinkender Präzision. Das wird dann gar nicht mehr. Schade, ich hatte eigentlich gedacht, man ist dann nochmal direkt dran und kann dann, da hätte ich nämlich
bei dem Schneetroblock gemacht, weil wenn er nämlich 100% Crit hat, dann genau, kann er das nämlich so machen, so wie gerade. Und dann kann er die ganze Zeit sein AOE spammen und dann ist es nämlich relativ einfach, aber ja, ist leider nicht so. 1 bis 5 Mal ist tatsächlich so zufällig wie alles andere im Spiel auch. Oh mein Gott. Aber ich denke mal. Also es wird auf jeden Fall besser klappen mit den Trupplern als mit den Kopfgeldjägern. Auch wieder ein Zeugnis dafür, dass sie klar zu schlecht sind irgendwie. Kopfgeldjäger. Ich meine, ich habe es jetzt nicht ausgebaut und klar, es fehlen einige Fähigkeiten und so weiter. So integrale Sachen, auch wie die neuen Aufträge und so, wenn die dann halt alle ihre Prämien nicht haben. Klar, das fehlt alles. Aber trotzdem, also irgendwie sind sie dann doch etwas zu schlecht, finde ich. Aber es ist mal schön, dass man echt mal ein neues, neue Angriffsschlacht hat. Denn was war denn eigentlich die letzte? Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall schon etwas länger her. Also. Oh, ich glaube, mit dem lohnt sich es tatsächlich. Weil der der Todestruppler ist, glaube ich, irgendwie. Trifft er nicht immer gegen Rebellen? Warte mal. Waren seine Basisfähigkeit nicht so? Dann nochmal gucken. Weil er stand ja auch mit seinem zweiten Schuss auf Rebellen. Tu gleich nochmal. Fügt ihm als den Gegner für den Schaden zu und hat eine 70% Chance dran, um zu gewinnen. Ist das hier ein Rebell? Kannst du erneut an. Aha, ich glaube, das funktioniert damit echt ganz gut, weil das nicht immer zählt. Also. Wenn er jetzt nur zweimal angreift, macht er halt 4 Angriffe. Das heißt also, wenn. Also das ist echt die. Also wenn er es verwendet, dann verwendet es bei ihm auf jeden Fall. Habt ihr gerade gesehen, hat er 5-mal Schaden gemacht. Das ist schon ziemlich übermächtig. Also. Weil das zählt nämlich auch rein, dass er diese Doppelangriffe macht auf seine. Auf die Rebellen, ne? So wie es gerade eben. Das sieht schon so viel einfacher mit Trupplern, Alter. Meine Güte. Gut, diese Allergie 12 bis auf R. Ne? Das ist aber trotzdem, also. Nicht ohne. Nicht ohne. Der Schaden ist auch so viel höher von den Trupplern. Das ist da Wahnsinn, ne? Und ist ja nicht so, wenn mein Boba Fett nicht auch schon hier Stufe 11 wäre, also. Kopfgeldjäger. Sehr enttäuschend irgendwie. Schön, dass sie überarbeitet wurden, aber irgendwie nur nicht gut genug, finde ich. So. Lass mal die gute Lea töten, dass wir keinen. Mal sehen, wie gut der AOE ist von ihr. Das ist ruhig. So, R2. Tut mir leid. Das Terminieren war auf dir drauf. Oh. Sehr interessant. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Das ist am besten hier, 1 Million. Aber auch die Splitter. Also wenn man sie ja zusammenzählt für zum Umwandeln, können wir gleich mal gucken. Ich meine, klar, das gibt es jetzt nur einmal. Danach gibt es halt weniger, wenn es noch wieder kommt, aber ja, 1300, ne? Wobei, na, es fehlt ein bisschen was, weil die waren nicht dabei. Aber ihr seht es, also der Shop ist halt nicht zu unterschätzen, ne? So, wir haben es den Rang schwer geschafft. Jetzt kommt der Rang sehr schwer. Müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken, ob man nicht irgendwie. Wenn es für ihn nicht reicht, dass wir eventuell einen Boba mitnehmen. Oder hier nochmal den EI88 mit seinem AOE. Ist ja auch sehr interessant. Mal gucken. Aber ich glaube, das reicht vollkommen. Also der Küstentrummler, der hält so viel aus. Wer jetzt nicht gerade so viel Schaden kriegt. So, pass auf, jetzt machen wir das mal. Direkt mal anfangen. 1,
Ausgewichen, 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 ausgewichen. Also, das ist wirklich. Das haben sie wahrscheinlich wieder etwas übertrieben mit dem Ausweichen. Also, weiß nicht, wer das da richtig. Wen das was bringen soll. Keine Ahnung. Aber ihr seht halt, die haben halt vom Tempo her, haben die keinerlei Chance. Ja, ich meine, der Vers hat auch, glaube ich, einen Zeta, habe ich, glaube ich, reingemacht. Der Köln ist stark, ist auch komplett ausgebaut mit seinen Fähigkeiten. Das ist halt, keine Ahnung. So. Also keine Ahnung, wer sich das wieder ausgedacht hat. So ein Käse. Wenn er zweimal trifft, dann kannst du wieder direkt aufhören aus. So Quatsch. Da mache ich da lieber eine normale Basisattacke, das hat irgendwie mehr Sinn. Ausgewichen, 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 ausgewichen. Aber ihr seht, bisher ist es wirklich nicht viel schwerer. Also, lasst uns mal überraschen, wie schwer es dann am Ende ist. Aber ich denke mal, das ist auch nur für die schlecht ausgebauten Kopfkrieger herausfordernd. Oder schlecht ausgebaute Truppler, das kann man natürlich auch haben. Ich habe sie zum Glück ausgebaut für die Territorialschlachten, also bin ich ganz froh drüber. Wenn ich das Event nämlich jetzt auch nicht schaffen würde, wäre es schon ziemlich deprimierend irgendwie. Oh man, hält ganz schön viel aus hier, der Junge. So, das war gerade Verschwendung. Er hält viel aus, der Lobot. So, aber immer diese 4 und 6 und so, das sind diese Blocker. Also es kann durchaus sein, dass sie deswegen so wie ausgehalten haben, weil jetzt geht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Genau, so. Halten weniger aus. Interessant ist, dass der Bix gar keinen, also er weicht die ganze Zeit aus oder er kriegt halt dieses Dings, aber er bekommt keine Zugleiste. Ich glaube, da hätte man echt Probleme, wenn er die ganze Zeit Zugleiste bekommt, oder? So, alle Waffen. Zack. 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 Gefällt mir, also die Truppler machen schon Spaß in diesen Events, also auch bei dem Ewok-Event, ne, macht schon Spaß dieses Spiel, muss ich schon sagen. Und mit dem Küstentruppler hat man einen richtig guten Tank, ja, den habe ich extra auch ausgebaut. Eventuell auch, um ihn mal in der Arena einsetzen zu können, falls ich ihn mal brauche. Keine Chance, kriegen ja auch keine Zugleiste. Truppler, also ich kann es echt nur empfehlen. Also solltet ihr Probleme mit diesem Event haben, weiß nicht, ob es sich lohnt, überhaupt die Kopfgeldjäger dafür auszubauen. Also nur die Kopfgeldjäger. Klar, man braucht sie heute für die galaktischen Kopfgelder, für dieses andere Event, was bald wieder kommt in drei Tagen. Aber die Truppler machen so viel mehr Spaß. 30.000 Schaden. Kann man nicht bei gestunten, können gestunte Ziele, glaube ich, die weichen da, glaube ich, nicht mal aus. Also wenn man jetzt hier irgendwas hätte zum Stunnen, könnte man, ja, man hat ja einen zum Stunnen, hab ich gesehen, aber könnte man ihn stunnen und dann danach diese Fähigkeit benutzen. Müsste ja eigentlich das
ist so lustig mit dem. Den muss ich echt, den Schneetroller brauche ich echt als nächstes aus. Wenn der mal auch seine 30, 40k Crits macht oder so. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel er macht, aber auf jeden Fall. Ich meine, er ist jetzt schon, macht jetzt schon sehr viel Schaden. Und das ist noch nicht mal, ist er die Stufe 8 oder so, ist er? Also, ne? Ja. 17.000 Schaden. Gehe Stufe 8. Also, auch das ziemlich einfach. Schade, dass ich es halt nicht mit meinen Kopfgeldingern schaffen würde. Also, das ist wirklich ein bisschen schade, aber. Ja, so ist das halt, ne? So, mal sehen, was es jetzt am Ende gibt. Ah. 500.000 Schiffsquellets. Alter. Ist hier viel drin. So, aber schauen wir mal, ob es jetzt immer noch einfach wird. Wir sind schon mal bis 16 Minuten. Aber das sind auch 8 Kämpfe pro Schwierigkeit. Also das ist natürlich jetzt. Wir sind aber jetzt auch hier. Jetzt seid aber dabei, ja? Jetzt seid ihr aber dabei. Zack, das mir aber hier. Zack, zack, zack. Tank bitte. Danke. Aoi. Danke. So. Sehr gut. Ach komm, da gehen wir das mal so. Zack, 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 zack. Treff doch mal! komm, machen wir. Zack, zack, zack. Oh, das Ausweichen ist wirklich. Also das hätten sie. Kennst du weglassen können, keine Ahnung. Wenn es eh schon zufällig ist, ob von 1 bis 5, ne? 1 bis 5 und ihr wisst ja, wie zufällig das Spiel ist. Weiß nicht, ob sie das da hätten machen müssen, dass sie da auch noch ausweichen die ganze Zeit. Also, ich meine, klar, man schafft es offensichtlich auch so, aber trotzdem. Hätte das gemusst? Ich glaube nicht. Aui, aui. Das ist auch das Gute an den Tropplern, die haben sehr guten Aoe, ne? Also, 3 Mann haben hier Aoe. Ach, das war gerade verschwendet, danke. Das war aber. Der Küstentruppler macht einen Schaden, Alter. Der Küstentruppler, der Todestruppler. 40.000 mit seinem Deathmark. Und dann hat er noch nicht mal das Deathmark drauf gekriegt, weil er gestorben ist. Irgendwie haben die jetzt auch keinen. Also die Phönix sind hier gerade echt sehr schwach. Die sind, haben zum Beispiel die Fähigkeit von Kanan nicht, dass sie alle countern, ja. Hätte erwartet, dass sie hier alle countern, aber countern kann halt. Bisschen merkwürdig. So. Denkst du, jetzt machen wir ihn hier. Zack. Aui. Also echt durchfliegen. Also kann ich echt nur jedem empfehlen, die Truppe ausbauen. Ne? So wie ich sie gerade auch hab. Das ist, glaube ich, auch so die stärkste Kombination, die man halt haben kann. Weil. Selbst wenn der Schaden nicht ausreichen würde, hätte man halt immer noch den Todestrubler. Ja, sobald dann einer gestorben ist mit seinem Deathmark, ist ja der Schaden dann so viel höher. Ja. Ein König Stark, der ist halt. Der ist der Schwächste von denen, würde ich sagen. Aber er gibt halt allen, er bufft halt alle anderen. Ja. Also das ist halt auch nicht zu verachten. Ja, mit dieser Fähigkeit, ja, jeder halt kritischen Schaden und kritische Trefferchance, das ist schon. Deswegen machen die auch so viel Schaden. Der hält aber auch. Jetzt töten wir doch mal einen von denen hier, weil damit ich hier das Deathmark drauf kriege. Weil die halten ja jetzt sehr viel aus gerade. Ey, ey, ey. Also er und er hier, das ist ja. Gehen wir das mal ihm hier. Gleich mal sehen. 86.000. 93.000. 93.000 Schaden. Durch das Deathmark, Alter. Gehen wir mal sehen, wie viel da gerade hat er. Kann man mal ausrechnen. Lando ist auch nicht übel. Das kleine bisschen sind 7.000 Schaden. 23.000. Das heißt, er hat so. Ja, 100. Warte mal, er hat so. 150.000 Gesundheit. Und dann wahrscheinlich nochmal so 130.000, 150.000 Schutzleiste. Wow. Also, da haben sie es echt mal. Ne?
Da mit den Kopfgeldjägern, ja, viel Spaß. Ja. Viel Spaß mit den Kopfgeldjägern, sagt er nur. Die haben keinen Deathmark. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, ihr guckt es ja gerade dazu, aber mir macht das richtig Spaß mit den imperialen Trupplern. Ich weiß auch nicht. Macht richtig Spaß, mit denen zu spielen. Im Vergleich zu manchen anderen Trupps, also Zusammenstellung, Teams und so weiter. Ist richtig spaßig. Der AOE ist halt massiv, der Single-Target-Schaden ist halt hoch. Die Kritten halt alle durch die Buffs und können stark. Ist schon geil irgendwo. Ist schon geil. Das war nicht mal nötig. Als nächstes werde ich auf jeden Fall meinen Städtrupp wieder ausbauen. Es ist aktuell immer wieder so viele Charaktere, die man halt ausbauen möchte. Man kommt halt nicht dazu irgendwie. Ich meine, ich merke den Fortschritt da. Ich habe meinen Köln stark auf G12, den Todesrubbel auf G12, den Küstentrubbel auf G12 und den General Bärs auf G12. Ja, das habe ich alles in den letzten, also dieses Jahr geschafft. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, es zieht sich halt noch. Also, ist auch nicht. Also die haben dieses, die haben ja mit den Patchen, haben es ja geschafft, dass sie uns mehr Gear geben. Ne? Also man merkt es durchaus, also ich habe es zumindest sehr gemerkt. Ich habe auch einiges gekauft aus den Lieferungen, ne? Habe da durch mit Kristallen halt fertige Teile gekauft und so. Aber trotzdem, also, oh mein Gott. Er ist jetzt hier der Schwächste, muss irgendeinen töten. Das ist wieder übertrieben viel Gesundheit. Ich würde fast sagen, er hier. Ja, toll. Er zu D2 hat auch sehr viel Gesundheit. Ich kann das Port des Terminieren nicht benutzen, also das bringt nichts. Komm, triff doch mal! Das ist doch ein Witz! Okay, jetzt sieht's interessant aus. Jetzt sieht's sehr interessant aus, weil ich kann nicht tanken. Ja, ich probier's mal. Triff doch mal! Ist doch ein Witz! Boah, ey. Wie ist der jetzt ausgewichen? Da war aber keine Dingsattacke hier. Okay, so. AOE, sehr gut. So, jetzt wird man es nicht stehen, dass er weg ist. Zack. Mal. Zack. So, und jetzt tötet man sie. Achso, wir können nicht tanken. Ach. 103.000. Sie hat 103.000 Schaden durch das Deathmark bekommen. Da wisst ihr Bescheid, wie viel Gesundheit sie hat, oder? Willst du nochmal ausreden, wie viel macht es denn? Ich weiß nicht, wie viel Schaden das immer abzieht. Ich glaube 10%? 5%? Ich weiß gerade nicht. Nächstes Mal CLS hier. Zum Counter der nicht. Boah, warum weichst du mal beim zweiten Mal aus, Mann? Schöner Stun war das gerade. Nö. Okay, jetzt kannst du noch denken. Gut. So, wieder tanken. Okay, so. Ist schon das dritte Mal jetzt, dass er diesen Kampf beim zweiten Schuss ausweicht. Dass er ihn nicht stunt. Was ist das? Ist das normal? So viel Pech kann man da gar nicht haben. Deathmark. Deathmark rules. Das können wir leider bei der Ahsoka nicht drauf machen, aber das macht nichts. Schießen wir jetzt einfach 10 Mal hier. Er kommt mir das so vor und hat er gerade echt immer langsam anvisiert, geschossen. Anvisiert, geschossen.
So, tschüss, Ahsoka, tut mir leid. Boah, ey, die weichen aber auch gerade aus. Puh, geschafft. 25 Minuten für ein Event. Wow. Also das hat mich wieder sehr gezogen. Aber gut, machen wir halt nur einmal das Video, ne? Mal gucken wir jetzt mal, wie viel wir jetzt so umwandeln können. Morgen kann man übrigens nochmal machen. Und ich glaube, man müsste es sogar nochmal machen können, weil es 3 Tage läuft. Also man kann es insgesamt. Ne, es läuft sogar 3 Tage. Es läuft jetzt immer nur 2 Tage. Ich glaube, man kann es insgesamt 4-mal machen. Also wenn man das am 4. Tag auch nochmal schafft. Ja, genau. Man kann das 4-mal machen, das Event. Das ist sehr lohnend. Also zwar gibt es dann hier nur noch. Ich meine, es gibt dann nur noch Spieler, aber trotzdem. Die Anzahl ist schon beachtlich. Wenn wir jetzt hier mal gucken, zum Umwandeln. Ja, nochmal 1700. Wunderbar. Kann man hier das Gear rauskaufen, was man braucht. Nicht das hier und das hier auch nicht. Und das hier eigentlich auch nicht unbedingt. Und können wir jetzt gerade mal den. Den General Grievous kaufen, aber lassen wir mal. Und da gibt es auch noch eine Achievement, nochmal 10 Splitter. 5000 von denen. Ich weiß nicht warum. Ich habe 2,47 Millionen. Ich warte immer darauf, dass sie endlich mal was machen mit den Bündnispunkten. Ja, dass sie, was weiß ich, einen Beschleuniger nehmen beim Kaufen oder irgendwas. Oder, naja. Raid-Belohnung, gut. Das war's. Das Event ist durch. Macht's auf jeden Fall mit. Versucht, soweit es möglich kommen. Aber ich habe gesehen, es ist. Mit den imperialen Truppen ist es wirklich sehr einfach. Klar, die sind jetzt alle G12 und so weiter, und aber trotzdem. Mit den Kopfgeldjägern. Also hier kann man noch alles mitnehmen. Ja, hier braucht man schon 5 Sterne Kopfgeldjäger und Troppler. Und hier braucht man 7 Sterne Kopfgeldjäger und Troppler. Ja. Echt interessantes Event. Schön, dass mal wieder was Neues drin ist. Und ist auch recht knackig, würde ich sagen, für alle, die jetzt nicht ihre Charaktere ausgebaut haben. Die Belohnungen sind auch okay, vor allem für Leute, die jetzt diese Charaktere und Schiffe noch nicht haben. Ja, es gibt halt 10 Splitter, das muss man sich mal reinziehen. Plus halt am Anfang Bonus. Ja. 2 Millionen normale Credits, 500.000 Schiffs-Credits, was ein bisschen wenig ist, finde ich, aber. Ja. Schönes Event. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.